Universalpflegetücher sind etwas, was gerade beim Hund, der draußen war, verschmutzt ist im Haarkleid, gerade unten an den Pfoten, eigentlich etwas, was man sehr gut brauchen kann, um mal eben drüber zu wischen und Verschmutzungen vom Fell wegzunehmen. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also ich benutze die Pflegetücher jeden Tag, sei es bei dreckigen Pfoten, wenn sie vielleicht morgens ein bisschen Schlaf in den Augen hat oder auch wenn es windig ist draußen, reinige ich die Ohren damit mal eben schnell, weil es eben anwendungsfertige Tücher sind, wo es nicht in die Tiefe gehen muss, sondern wirklich der oberflächliche Dreck eben schnell abgenommen werden kann. Ja, das finde ich auch immer, nicht? Wir gehen in den Innenraum und ziehen unsere Schuhe aus. Nur das kann nun mal unser Hund nicht und von daher gerade auch die Pfoten. Gleichzeitig untersucht man mal gleich eben, ob da irgendwas an Fremdkörpern oder irgendetwas ist, also ob die Pfoten in Ordnung sind und macht sie sauber. Also dazu wunderbar geeignet. Und pflegt ja eigentlich auch noch gleichzeitig mit Aloe Vera und Hamamelis-Extrakt. Da tut man den Pfoten dann auch noch direkt was Gutes, sei es im Sommer oder im Winter. Trockene Pfoten und Pfotenballen will keiner ja so wirklich haben. Und die große Dose ist auch noch vorteilhaft, weil man wirklich einen langen Zeitraum damit auskommt und immer griffbereit hat. Ich habe die zum Beispiel im Auto stehen, für unterwegs sind die optimal. Und ist ja gut verschließbar, sodass die Feuchtigkeit darin gehalten wird, sodass das Tuch ja dann eben auch seine volle Wirksamkeit entfalten kann. Und wir sprechen jetzt über die Pfoten, ja nicht nur die Pfoten, sondern durchaus auch im Kopfbereich, also um die Augen herum oder an den Ohren, an den Lefzen kann man es genauso gut wunderbar benutzen. Und wenn nun gerade der Napflecker leer gefressen ist, dann hängt an den Lefzen ja auch noch etwas mit dem Tuch einmal drüber. Wunderbar. Und was auch ganz wichtig ist, gerade für Hündinnen vielleicht, während der Läufigkeit gehört ja auch eine gewisse Hygiene im Intimbereich dazu. Bei Rüden ist das auch oft nicht zu unterschätzen, eben diese Hygiene. Und da können die Pflegetücher perfekt eingesetzt werden, weil auch diese Einmalanwendung da wirklich auch einen Hygienestandard bietet, weil der Intimbereich ja auch wirklich sauber gehalten werden sollte. Und aufgrund der Inhaltsstoffe eben, das ist ja ganz wichtig, nicht reizendes, also keine Alkohole enthält oder Parabene enthält. Also von daher gut einsetzbar am Hund, genau wie eben gesagt, in den verschiedensten Anwendungsformen, ja. Und die Tücher, die sind auch, wenn man die rausnimmt, wirklich schön reißfest. Die sind dick, die sind stabil. Damit kann man auch eine verschmutzte Pfote ganz vernünftig reinigen, ohne dass das Tuch sofort trocken ist oder dass es reißt und dann Löcher drin sind. Dann kann man damit auch nicht mehr wirklich was anfangen. Und was ich total super finde, ist, dass die 100% biologisch abbaubar sind und kein Mikroplastik enthalten. Und das war wichtig bei der Konzeptionierung dieses Produktes, dass wir eben nicht noch zusätzlichen Müll produzieren, sondern dass wir die biologische Abbaubarkeit haben. Die Universalpflegetücher sind einsetzbar für alle Hunderassen, groß und klein und auch die unterschiedlichen Fellstrukturen und sind ebenfalls geeignet für Hunde, die eine empfindliche Haut und eine sensible Haut haben. Die Pflegetücher, die sind leicht einzeln zu entnehmen. Dann kann ich die Box wieder zumachen, dann bleiben die restlichen Tücher auch schön lange frisch und nass und dann kann ich schon mit der Anwendung starten. Man wischt einfach über das jeweilige Körperteil und bei hartnäckigem Schmutz kann man dann auch leicht einmassieren, dass man wirklich auch den Schmutz aus der Tiefe des Fells entfernt und kann dann wirklich den Schmutz richtig schön abnehmen. Beim neuen Körperteil nehme ich dann natürlich auch ein neues Tuch und kann dann zum Beispiel hier zwischen den Augen und zwischen den Ohren den Dreck auch noch entfernen und kann dann wirklich am ganzen Hund mit immer einem frischen Tuch alles schön reinigen.